Ob Dorsch, Butt oder Hering. Also wir hier an der Küste können ja wirklich aus dem Vollen schöpfen. Aber die Frage ist, welcher Fisch schmeckt wie zubereitet am besten? Und dazu hole ich mir heute mal Tipps vom Fachmann. Hier am Travemünder Hafen stehen die Kunden morgens Schlange, wenn die Fischer hereinkommen. Auch Fischexperte Mike Wöbke holt hier seinen Fisch, der so frisch ist, dass er manchmal sogar zu frisch ist. Der ist so frisch, dass er nicht mal noch die Totenstarre hat. Der muss noch einen Tag liegen. Okay. Der ist steinhart und richtig strohig. Wenn ich den jetzt kochen würde oder braten würde, wäre der nicht gut. Der müsste erst mal abhängen. In seinem Laden gibt es Fischdelikatessen vom Allerfeinsten. Matthias Stremellachs, Fischsalate und Räucherfisch, wie etwa Makrele. Alles total köstlich. Warum ist das eigentlich so ein wahnsinnig gesunder Fisch? Also einmal wegen den Omega-Fettsäuren, die da drin sind. Das sind halt Fettsäuren, die leicht verdaulich sind und die der Körper auch braucht. Und zum anderen, was ganz wichtig sind, sind die essentiellen Aminosäuren, die der Körper selber nicht herstellen kann. Und die sind gerade in solchen Fischen wie Makrele oder Hering extrem vorhanden. Hering war im Mittelalter der sogenannte Brotfisch. Er ist bis heute unglaublich vielseitig. Hering. Meint man überhaupt nicht. Ja. Wird wahrscheinlich auch oft unterschätzt, ne? Ja, wird aber auch viel gegessen und hat ja auch diese lange Tradition. Rollmops ist ein Klassiker. Gewürzt werden die Filets mit Kerbel und Koriander, gefüllt mit Gurke. Das Rollen ist eine Wissenschaft für sich. Die meisten Leute, die ihren ersten Rollmops rollen, die rollen den nicht, die falten den. Und das sieht dann immer ganz komisch aus. Also der ist wenigstens schon mal gerollt und nicht gefaltet. Zwiebeln und eine Kräutermischung sorgen für herzhaften Geschmack. Aufgefüllt wird das Ganze mit einer Mischung aus Wasser, Essig, Zucker und Salz. Jetzt säuern die praktisch aus. Also die geben jetzt Salz und Essig ab an den Sud und dann sind die morgen fertig zum Essen. Der kapitale Dorsch wird heute nur filetiert. Er muss wie angekündigt warten und kommt erst morgen in die Pfanne. Diese Garnelen sollen das Topping einer vegetarischen Suppe werden. Dafür braucht man Äpfel und Zwiebeln, die in Öl glasig gedünstet werden. Indisches Chutney sorgt für süße Raffinesse. Weitere Zutaten sind Curry und cremige Kokosmilch. Das alles muss nun gut eine halbe Stunde köcheln. Mike Wöbke versteht sich als Fischbotschafter. In Kursen möchte er seinen Kunden den Unterschied zwischen weniger guter und ausgezeichneter Qualität vermitteln. Die Entscheidung liegt eigentlich immer bei dem Kunden selber. Und wenn jemand halt sagt, ich möchte Geld sparen, dann muss er halt in den Discounter gehen. Wenn jemand sagt, ich möchte das High-End-Produkt, dann kauft er natürlich Wildfangware und bezahlt dafür den Preis. Aber was derjenige möchte, das soll er dann doch bitte selber entscheiden. Der IHK-geprüfte Fischsommelier musste im Rahmen seiner Fortbildung auch unter Beweis stellen, dass er die unterschiedliche Festigkeit von Fischfleisch in feinste Nuancen einordnen kann. Na, also den würde ich hier mit auf die Frau, der ist auch sehr fest. Das war ich. Die beiden Weichen sind schon mal gut. Ach, Gott, ein Glück. So muss man sich immer da durchspielen. Ne? Ja. Das ist, bis man denn sich hundertprozentig sicher ist. Und dann ist man sich immer noch nicht sicher. Für unsere Suppe fehlen nur noch die Garnelen. Sie werden kurz in der Pfanne gebraten. Und das ist der Beweis. Der erste Fischsommelier Schleswig-Holsteins ist nicht nur ein wahrer Fischexperte, sondern auch ein begnadeter Koch.